Ja, mein Lieben, wieder mit derselben Klamotten jetzt heute. Herzlich willkommen erstmal. Heute werde ich endlich meine Duschgel-Sammlung abdrehen. Ich werde das euch aber umgedreht zeigen, weil so habt ihr mehr Überblick über die Sachen. Mal schauen, ob ich die hochtrage oder gleich im Keller dann abdrehen. Aber ist ein bisschen dunkel, mal schauen. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß und ich hoffe, ihr habt Spaß bei meinem Video. Meine Lieben, ich wollte euch jetzt meine Sammlung zeigen. Ich bin im Keller. Ich konnte das nicht alles hochtragen, ist zu viel. Ihr seht, ich fange erstmal an. Ich hoffe, es dauert nicht so lange und dann sehen wir weiter. So, ich habe hier einmal von Nivea ein bisschen. Einmal die. Ich hoffe, das Licht ist okay, weil es ein bisschen dunkel hier. Das Frangipani und Öl von Nivea. Dann viermal solche, nee, fünfmal. Manche haben das oben, das Rosene und der nicht. Die sind alle gleich. Die waren im Abverkauf bei Rossmann für 40 Cent. Habe ich mir 5 geschnappt. Dann die jetzt für die Sommer. Ist auch sehr gut. Originalduft. Dann ein Creme Sensitive. Und Honey und Milk. So, dann hier so ein Cremebad. Dann von Fa habe ich noch 4 Stück. Mal der mit Kokos, mit Kakaobutter. Dann der hier, schwarze Amethyst. Was? Und pinke Viola. Dann so ein mit Joghurt und Macadamie, Frozen. Und der noch mit Monai-Blütenduft. Genau. Dann gibt es die Insana-Sammlung. Insana-Sammlung und noch von Balea und 2 Palmolive. Hashtag Be Special. Mit Ananas und so. Jetzt für den Sommer. Offiziell Partner von Top Model. Den Duft, irgendeine Influencerin. So, ich konnte oben, vorhin nicht filmen, das hat sich aufgehängt. Wir waren hier bei dieser Duschgel mit Kokos. Dann habe ich einmal Berries noch. You make my heart smile. Und hier diese für Kinder. Noch so ein Duschbad. Und noch hier von Trickle Moon, diese hier, The Night Beach Kiss, war auch im Abverkauf. Ja, ich habe oben noch ein paar Duschgele und werde euch noch abfilmen. Und dann, ja, ich hoffe, es gefällt euch. So, weiter geht's. Ich hoffe, es ist okay. Es hängt ein bisschen hier unten. Dann Duschcreme Lava Erde mit Mandel. War auch im Abverkauf. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel der gekostet hat. Kann hier nicht so laut reden. Sonst denken die, die ist ja verrückt. Noch hier Kaffee und Vanille. Mit Mangoduft. Auch sehr lecker. Kokosfeige. Die hier habe ich noch die Flasche. Hatte ich im Winter geholt. Noch 2 solche. I love you, Dirty. Dann von Balea noch ein paar. Die grüne, die hier mit. Ja, mein Lieben, da habe ich den Rest, wie ich euch gesagt habe. Die sind neu, die paar Duschgele. Einmal von Nivea, Tonerde Dusche. Mit Ingwer und Basilikumduft. Die waren im Abverkauf vor 2 Wochen, glaube ich, bei Rossmann. Und sorry, die haben um die 40 oder 50 Cent gekostet. Dann meine Geliebten von Yves Rocher. Ich hatte 2 bestellt, aber die anderen habe ich in Benutzung. Das riecht so gut.
Dann einmal diese von Trackle Moon Orange Sweet. Auch sehr schön. Einmal von Insano Duschpflege mit Orangenduft. Dann noch hier Duschgel Sport und Refresh mit Minzextrakt und frische Kick. Nach dem Sport oder so ist ganz immer ganz gut. Dann musste ich mir die auch holen. Copacabana Duschgel. Was auch sonst. Bloß einen, nicht übertreiben, ne? Weil ich habe genug. Dann einmal von Balea noch Caribbean Feelings mit dem Duft von Kokos. Limited Edition. Und ja, und das war's dann, meine Duschgelsammlung. Ich hatte mehr, aber jetzt die Tage, da wir so warm war, habe ich mehr benutzt, wir alle, ne? Und ja, bis dann. Ich hoffe, meine Duschgelsammlung hat euch gefallen. Ihr könnt mir gerne Feedback da lassen, Kommentare und Likes und alles, was ihr mögt. Ich freue mich immer riesig, das wisst ihr. Und ja, und ich würde sagen, wir sehen uns demnächst und mach's gut. Tschüss!